Willkommen auf dem YouTube-Kanal Die 2. Die Saison 2 in iRacing geht ja dem Ende entgegen. Wir haben jetzt, wenn das Video rauskommt, noch eine Woche und danach gibt es eine Woche Pause und dann geht ja die dritte Season los und wir schauen mal, was uns da so Schönes erwartet. Seid gespannt und bleibt dran. Im Hintergrund seht ihr ein Rennen von mir auf Spa im Aston Martin GT4 Multiclass. Es gibt also einen neuen Blog-Eintrag von iRacing zur Season 3 und die Zukunft von iRacing. Der Blog ist natürlich selbstverständlich unten verlinkt. Der erste Teil des Blog-Eintrags dreht sich eigentlich um so allgemeine Sachen. Also sie haben ja in Season 2 den Regen reingebracht und damit konnten ja man mit einigen Autos auch bei Regenrennen fahren. Und sie haben jetzt festgestellt, dass bei Regenrennen die Teilnehmerzahl auf 91% ist. Und das heißt also 91% der Leute bleiben drin und fahren auch ihre Rennen bei Regen. Das finde ich schon eine sehr hohe Zahl. Sind mit den Regenreifen der GT3 ganz zufrieden, aber sie werden zu der Season 3 eine Verbesserung bringen. Sind also nicht 100% wahrscheinlich mit zufrieden und sie werden es nochmal verbessern. Das ist schon mal sehr gut. Weil ich selber habe ja den Ferrari und ich habe nur mal im Training kurz so ein bisschen Regen gefahren und ich fand das sehr, sehr schwierig und auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, ja, wie soll man es beschreiben? Ich hatte nicht das Gefühl, wenn so ein bisschen Wasser auf der Strecke ist, dass sich so ein Auto so verhalten würde. Es war fast unfahrbar wie auf Glatteis. Ich bin jetzt auch kein Rennwagen gefahren, aber es kam mir so total unnatürlich vor. Dann haben sie festgestellt, die Serverlast durch den Regen deutlich erhöht und hat sich nachteilig auf das Rennerlebnis ausgewirkt. Sie haben da schon deutliche Verbesserungen vorgenommen und sie haben jetzt mit den Technikern und Ingenieuren gesprochen und konnten dadurch halt viele Probleme besser machen und sie können jetzt auch viel schneller reagieren, wenn solche Probleme wieder auftreten sollen. Dann kommt zur Saison 3, kriegt der Porsche 912 Cup, der Mazda MX-5, die gesamte GT4-Klasse und der Ligier JSP 320 werden auch im Regen fahrbar sein. Also im Prinzip kriegen sie Regenreifen, die haben sie jetzt ja schon eigentlich, aber sie werden dann auch in Regenrennen, wird man die fahren können. Das wird gerade bei dem Porsche Cup, den finde ich sehr schwierig zu fahren, weil der hat keine ABS, keine Traktionskontrolle. Dann noch im Regen, das wird eine Herausforderung, der Mazda ist witzig zu fahren, aber auch nicht so einfach zu fahren. Den noch im Regen zu sehen, das könnte spannende Rennen geben und viele Crashes. Die gesamte GT4-Klasse finde ich auch super, dass sie jetzt auch im Regenrennen gefahren werden können. Und die Ligia JSP 320 kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß gar nicht, welches Auto das ist. Ich nehme mal an, das ist ein Prototyp. Ne? Aber es ist gut. Die bringen da eine Menge mit rein. Und das macht das Spiel ja auch viel besser. Oder die Simulation viel besser. Dann haben sie dann nochmal über die Gaming-Branche gesprochen. Oder geschrieben. Die Gaming-Branche ist da ziemlich unter Druck. Es wird da entlassen, hier entlassen, da macht ein Studio zu. Die großen Studios, auch wie Microsoft, Sony, selbst die machen Studios zu, wo man eigentlich gute Spiele bekommen hat. Und trotzdem sagen sie, es rentiert sich nicht. Die sagen halt selber, iRacing ist gesund und munter. Die Mitgliederzahl wächst und die Einnahmen sind gut. Und die arbeiten jetzt natürlich immer noch an den Feinschliff zu der dritten Saison. Und die dritte Saison geht Anfang Juni, Mitte Juni los. Und jetzt kommen wir gleich mal zu den Neuerungen. Kommen wir mal zu den ersten Neuerungen in Season 3. Als erstes betrifft die Street Stock Cars. Eine wirklich sehr beliebte Serie in iRacing. Das sind diese, wo man so 20 Runden fahren kann. Diese Autos beruhen so auf normale Straßen, auch so ein bisschen umbaumäßig. Das ist so eine Serie in Amerika, die sich man doch leisten kann. Also es ist billiger als einen Rennwagen zu kaufen, diese Autos umzubauen. Und diese Automodelle in iRacing sind halt von 2010. Die haben sie jetzt überarbeitet es kommen zwei neue. Die kann man dann käuflich erwerben. Da kriegt man, wenn man eins kauft, also man kriegt zwei für den Preis zu einem. Finde ich komplett fair. Das ist das, was man, wenn man das Abo abschließt, kann man die ja immer fahren, diese Street Stock Cars. Die kann man ja praktisch dann nicht kostenlos, aber man hat, wenn man das Abo abschließt, kann man die halt fahren. Und ich finde das halt gut und die sagen auch ganz klar, wenn du es nicht kaufen tust, hast du mit dem alten Modell überhaupt keine Nachteile. Also ist das ein ziemlich faires Modell. Muss man gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man das kaufen muss. Ich werde es mir nicht kaufen, weil ich denke mal, wenn man ein bisschen höher kommt in diese NASCAR-Serie, dann fährt man diese Street-Stock-Cars nicht mehr so oft. Und das sind, also bis jetzt habe ich immer nur die gefunden, so 20 bis 40 Runden. Und ich finde diese kurzen Rennen immer ziemlich langweilig. Daher weiß nicht, ob sich das lohnt für sie, aber sie bringen jetzt auf jeden Fall zwei neue Modelle. Ich denke mal, sie haben die Karosserie überarbeitet. Das Modell bleibt wahrscheinlich sogar gleich und nur das Außenhülle wird da komplett neu überarbeitet. Aber es ist schon mal eine richtig gute Neuerung. Dann
kommen wir zu der nächsten Neuerung. Das sind die GT3s. Es gibt ab dem 3. Juni ein neues GT3-Autos. Ein neues GT3-Auto, und zwar den Mustang GT3. Der kommt also am 3. Juni raus. Freue ich mich mega drauf. Den habe ich schon in ACC. Fand ich den schon richtig geil. Ich werde mir den zu 100% kaufen. Oder sagen wir mal zu 90%. Den werde ich kaufen. Und später im Juni kommt dann noch der GTD Pro Corvette GT3. Aber der kommt erst ein bisschen später. Also Mitte Juni, Ende Juni kommt der erst raus. Dann kommen wir zu einer richtig schönen Neuerung. Jetzt kommen neue Strecken. Also es wird insgesamt 3 neue Strecken in der Season 3 geben. Die eine ist Navarra in Spanien, erbaute 2010, also eine recht neue Strecke. Die Streckenlänge beträgt 3.933 Meter. Die kurze Variante sind 1.332 Meter. Ich kann den nicht aussprechen. Ich sage Navarra. Navarra wird so der dritte Saison auf der spanischen Langstrecken- und GT-Meisterschaft gefahren. Da sind am Start GTs und CER-Tourenwagen. Ich sag mal so, die Strecke kennt man eigentlich mehr aus der Motorrad. Da würden viele Motorradrennen gefahren. Aber ist ein neuer Kurs. Ich habe kein Bild davon, wie der aussieht, wie man den fährt, aber der hört sich ziemlich nicht schlecht an. Bei was 4 Kilometer und so eine Kurzstrecke sind 2 Varianten, die weiß man nicht, ob man die kaufen muss. Was danach aber bei uns drauf gefahren wird, keine Ahnung, vielleicht der Mazda oder so, oder vielleicht auch wirklich GT3-Rennen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber es ist ein ziemlich neuer Kurs, wir werden uns überraschen lassen. Dann kommt für mich eine riesen geile Sache, der Sachsenring kommt. Der hat eine Länge von 3671 Meter und besteht seit 1926-27. Darauf fährt die DTM im September. Aber ist ansonsten auch viel bekannt für Motorradrennen. Also sind eigentlich 2 mehr so sehr bekannte Strecken für Motorradrennen als für Autos. Aber den Sachsenring, da freue ich mich richtig drauf. Und dann kommt noch ein Speedway, der Osweco Speedway. Der besteht seit 1951, habe ich jetzt nachgelesen. Ist ein Sand- und Asphalt-Oval. Und die Sandvariante kommt daher erst später. Sie schreiben dann halt ein bisschen witzig. Das ist wohl so, wenn da auf Sand gefahren wird, dass man den Sand dahin karrt. Und wenn wieder Asphalt wird, muss man den Sand da wieder wegbringen. Das muss man im Spiel zum Glück nicht, so schreiben sie es. Deswegen ist es einfach. Und dann kommt noch als Neues dazu. Sie haben die NASCAR Trucks, das sind diese Pickups, nochmal eine Überarbeitung und eine andere Fahrzeugdynamik und eine verbesserte Aerodynamik gemacht, also überarbeitet. Finde ich gut. Ich kann jetzt aber nicht zu sagen, ob die nun schlecht oder ob das nun unrealistisch war, kann ich gar nicht zu sagen. Ich bin das Pickup, glaube ich, ein oder zweimal gefahren. Es macht Bock, ist meist ein Rundkurs oder so, also ein Oval. Und da muss ich sagen, machen die echt Bock zu fahren. Sind ein bisschen schwieriger zu fahren, finde ich, wie die normalen, also wie die Street-Stock-Cars. Aber was sie jetzt da genau verbessert haben, das müsst ihr euch mal im Blog anlesen. Das geht wahrscheinlich um den Wind, wie der Wind sich da verhält oder ne, wie der Fahrwind sich, also der Fahrwind sich wahrscheinlich verhält. Das ist ja aber gerade bei diesen Ovalrennen ziemlich wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal zu den stehenden Starts. Können halt knifflig sein, weil in der realen Welt fahren die Teilnehmer halt immer diese Reifen davor und so eine Einführungsrunde, um ihre Reifen aufzuwärmen. Und auch die Bremsen gehört ja auch dazu. Also wenn du jetzt aber ein Rennen fährst, fährst du halt so eine ganze Runde und man weiß ja, wenn man so eine Einführungsrunde fährt, das ist ziemlich langweilig. Einige mögen es, andere mögen es nicht. Und Iris sagt jetzt, ey, der Vorteil ist, dass ihr könnt direkt loslegen und losfahren. Also es gibt keine Einführungsrunde, wo ich weiß gar nicht, ob das für alle gilt, das ist so nicht gar nicht beschrieben. Dass ihr praktisch an den Start geht und ihr habt die vorgewärmten Reifen und die Bremsen auch optimal vorgewärmt. Weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss man mal sehen. Sie sagen aber selber, es könnte sein, dass das nochmal verschoben wird, weil sie noch nicht ganz so richtig fertig damit sind oder nicht ganz zufrieden sind, weil sie müssen dann ja für jedes Auto die Bremsen und die Reifen so richtig einführen, dass sie auch dann zu allen, die da mitfahren, alle Klassen, die da mitfahren, Multiklassenrennen gerade, dass alle die optimalen Bremsen und Reifen vorgewärmt haben, um da loszulegen. Das ist, also ich kann jetzt nicht dazu sagen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde die Einführungsrunde eigentlich immer ziemlich gut. Aber wenn sie nicht da ist, stört es mich jetzt auch nicht großartig. So, das waren eigentlich so die großen Neuerungen. Jetzt kommen nochmal die lang erwartete Funktion Fahrerstatistik wird eingeführt. Die Unternehmen erhebliche Schritte, um die Abschaltung der alten Webseite members.iorazing.com voranzutreiben.
zusammen mit der Staffel 3 wird die alte Webseite wohl abgespeckt, um sich auf neue Funktionen zu konzentrieren und speziell für die Kontoverwaltung wohl gelten. Das ist ja mal ein bisschen schwierig. Man kann ja aus dem Spiel direkt raus nicht mit PayPal kaufen. Vielleicht ändern sie das eigentlich mal. Die Webseite ist ja ein paar Jahre alt und da sind sie wohl am machen moderne Technologien rein und arbeiten da so nach und nach. Aber zur Hauptsache wird es wohl sein, dass diese Member-Iris-Webseite irgendwann abgeschaltet wird und sie werden da wohl jetzt dran arbeiten. Müssen wir mal gucken, was das so bei Season 3 wird, das dann im Endeffekt aussieht. Und dann kommen wir nochmal zu Render und Grafik. Das ist aber für die ganze Zukunft, also nicht für Season 3 gilt das. Sie werden in der Zukunft eine Grafik-Engine selbst entwickeln. Sie haben wohl ganz viel probiert. Es gibt ja unzählige Grafik-Engines, viele ACC und so, die fahren ja alle auf Unreal Engine und sie haben halt geguckt, was gibt es da, was kann man da machen und haben halt festgestellt, ey, das ist alles nicht das, was wir wollen, da können wir nicht unsere Sachen mit umsetzen, deswegen entwickeln sie selber eine Grafik-Engine oder sind dabei, diese Grafik-Engine zu entwickeln. Die sind aber schon so weit, dass wir so einige Sachen ausprobieren konnten und dann haben sie auch so ein paar Bilder gezeigt, könnt euch ja mal angucken. Sie wollen es halt richtig machen, aber das dauert halt alles noch. Ne? Sie wollen auch die ganze Grafik-Engine nochmal arbeiten, damit sie diese viel besseren Fähigkeiten der Computer von heutzutage, gerade mit den mehr Kernprozessoren, besser einführen können. Daher müssen wir abwarten, was da kommt. Ich glaube, dieses Jahr wird da nicht mehr so viel großartige Veränderungen kommen. Das ist wahrscheinlich etwas, was für 25 dann mal rauskommt, aber sie sind auf jeden Fall dran und sie arbeiten dran an einer neuen Grafik und was alles dazugehört. Das dauert natürlich alles und kostet auch alles viel Geld. Deswegen warten wir es ab. Schön, dass sie daran arbeiten und uns darüber informieren. Dann gibt es so eine fortlaufende Entwicklung, also wo sie immer was dran machen. Das ist aber das Force Feedback, wollen sie verbessern, um eine höhere, deutliche Tickrate zu haben. Ihr habt ja mal bei euren Lenkrädern immer die Tickrate, die ihr einstellen könnt. Damit ist verbunden die bessere Reifenverbesserung, die in der Entwicklung ist mit dem Force Feedback, um uns ein besseres Erlebnis zu bieten. Dass die Drehmomente der Fahrer besser spüren soll, ne? Und das ist aber alles, wie gesagt, das ist alles für die Zukunft. Das dauert halt, da muss man halt dran arbeiten, deswegen zahlen wir ja auch Arbeitsgebühren. Sie arbeiten an einer bedeutenden Weiterentwicklung des Reifenmodells, der nach ihren Angaben einen enormen Sprung nach vorne macht bei der Reifenmodellierung in iRacing. Sie strukturieren die Reifenschnittelcode, um ihn effizienter zu machen. Keine Ahnung, ich denke mal, dass damit zu effizienter meinen sie wahrscheinlich mit, wie das berechnet wird, damit du im Rennen auch schneller, also dass das im Rennen schneller merkst, wenn dein Reifen abgefahren ist oder wenn es Regen kommt, dass du vielleicht mehr rutscht oder so, ne? Das müsst ihr euch da mal genau angucken, da zeigen sie so ein paar Bilder, wie die Reifenmodelle halt funktionieren und so. Und da muss man halt dann gucken, wie das dann so, wann das kommt. Ich denke mal, das wird alles so 25 kommen. Ich glaube nicht, dass das alles doch dieses Jahr kommt. Aber ist ja schön zu wissen, dass sie dran arbeiten und wir auch wissen, wo unser Geld hingeht. Also das war's. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die drin steht. Lest euch den Blog-Eintrag einfach durch. Da gibt es noch so Kleinigkeiten, die nicht so wichtig sind. Aber dafür ist der Blog-Eintrag da. Und es ist auch schön, dass es noch Entwickler gibt, die einen so mitnehmen und sagen, hier, guck mal, das machen wir. Dafür bezahlt ihr auch. Und das finde ich super geil. Das machen ganz wenige Entwickler noch. Und daher passt das schon ganz gut rein. Jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit nach 3 Monaten iRacing. Ich bin ja so ein bisschen durch Zufall darüber gestolpert. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die beste Rennsimulation sein soll und es war ein Angebot. Ich habe 20 Euro für 3 Monate bezahlt und habe es mir einfach mal geholt und installiert und losgelegt. Man kann ja am Anfang so also Mazda fahren, da bin ich gleich reingekommen und bin ein paar Rennen Mazda gefahren. Das hat mich total begeistert, wirklich. Also das hat mega Bock gemacht. Danach bin ich dann zu Toyota gefahren. Ich weiß gar nicht, welche Klasse Touringwagen oder so ist das, Toyota oder so. Der war auch mega geil, hat richtig Bock gemacht, so auf die Strecke. Das war ja alles kostenlos. Dann habe ich erstmal geguckt, was ist dieses Safety-Rating, wie funktioniert dieses I-Rating. Danach habe ich mir ein GT4-Auto gekauft, den Aston Martin. Bin dann so ein bisschen mit rumgefahren und dann hat man hier geguckt, da geguckt. Dann kam das nächste größere Highlight, das war die NASCAR. Da bin ich hier diese Street-Stock-Cars gefahren. Das hat mich total überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Kreisfahren mich so faszinieren würde. Das macht mega Bock, da bin ich voll drin. Und dann nach einer Zeit hat man ja gelernt, okay, man muss Safety-Rating hochbringen, um da aufzusteigen. Das war so vielleicht nach 4 Wochen. Dann habe ich gedacht, okay, was gibt's denn da? Wie kommt man denn überhaupt da schnell hoch? Und dann habe ich ja dieses Nürburgring 4-Stunden-Rennen. Das bin ich dann alleine gefahren, 4 Stunden, also komplett alleine Nürburgring mit dem Toyota
GR86 gefahren und da bin ich als beim ersten, glaube ich, sogar Fünfter geworden. Wenn ich alles täusche, oder war das erste Rennen der 14. Aber es hat mega Bock gemacht. Es war mega anstrengend, aber es hat wirklich richtig Bock gemacht. Das war auch ganz was anderes wie ACC oder so, was man sonst so gefahren hat. Und danach bin ich ja nochmal gefahren alleine. Nochmal mit dem Toyota, also einmal 5., einmal 14. geworden, um das Safety-Rating hochzubringen. Aber es hat mir gar nicht so hat mich gar nicht so interessiert. Das hat mir auch so viel gebracht. Ich fand den Mazda-Fahren immer noch viel besser. Die 20 Euro dafür bezahlt. Dann ging es darum, dann habe ich natürlich ein paar Strecken gekauft. Da werde ich nochmal ein Video zu machen, was mich das in 3 Monaten alles gekostet hat. Das wird so irgendwie auch vielleicht nächste Woche rauskommen. Und, aber es war, spielt jetzt immer keine Rolle, also habe ich mal ein paar Strecken gekauft. Bin eigentlich wenig GT3 gefahren, weil Dustin war, der war noch nicht so weit. Der hat dann immer noch Toyota und Mazda gefahren. Da kann man halt nicht viel zusammenfahren. Danach sind wir dann im 2. Monat zusammen mit dem, sind wir erst Toyota gefahren, wir sind erst Toyota nochmal gefahren auf der Nordschleife. Und dann sind wir noch einmal im Ferrari die Nordschleife gefahren. 4 Stunden. Oder waren es ja 3? Ich weiß es gar nicht mehr. 3 oder 4 Stunden sind wir da gefahren auf jeden Fall. Das macht alles mega Bock. Ist super geil. Und von der Fahrphysik her ist das alles mega. Und aber das kommt dazu, dass wenn man ja, wenn man jetzt da dieses Abo abschließt, dass man halt nur diese kleinen Rennen hat. 15 Minuten, 10 Runden und so. Das ist zum Streamen halt nicht so ideal, weil man hat dann praktisch 15 Minuten Rennen, 45 Minuten warten. 15 Minuten Rennen, 45 Minuten warten. Das lohnt sich dann halt nicht zu streamen. Das müsste dann so 40 Minuten Rennen sein und 20 Minuten vielleicht so ein bisschen Vorbereitung und dann wieder ein 40 Minuten Rennen. Aber diese Rennen zu streamen, aber zum Streamen finde ich das nicht so ideal. Aber es macht mega Bock. Ich fahre immer noch den Mazda Cup, ich fahre immer noch mit dem Toyota durch die Gegend, ich fahre immer noch mit dem GT4 durch die Gegend und kämpfe mich jetzt so ein bisschen mit der GT3 Klasse um. Aber nebenbei, was mich am meisten fasziniert und was aber auch, finde ich, schwerer ist, ist Nashka. Also mit dem Streetstock Car, oder dann habe ich mir den Toyota Camry gekauft. Mit dem bin ich auch Nashka-Rennen, also Ovals gefahren. Das ist halt richtig schwierig, weil in den Ovals, man kriegt dadurch, wenn man eine gewisse Anzahl von diesen Xs hat, dann kriegt man halt kein Safety-Rating dazu. Und es gibt kein Rennen, wo du sagen kannst, ey, ich fahre jetzt hier 2 Stunden, 3 Stunden, dann bringe ich mein Safety-Rating hoch, dann komme ich in die nächste Klasse. Nein, du musst halt diese, sind einmal 20, einmal 40 Runden fahren und nach Möglichkeit musst du unter 6 X bleiben. Und das ist halt riesen schwierig. Ich habe ein paar Rennen gehabt, da bin ich bis zur vorletzten Runde, hatte ich überhaupt gar kein X und dann fangen die Leute an, irgendwelche Sachen zu drehen und dann kriegst du die X oben drauf, dann fällt sie wieder runter. Das wird richtig schwierig. Also, ich werde wohl nochmal 3 Monate abonnieren und alleine um, ich bin jetzt bei Safety Rating bei den Sportcars, bin ich jetzt bei Safety Rating unter 700. Ich hatte am Wochenende am Samstag nochmal ein Rennen, da bin ich disqualifiziert worden, weil ich zu viele X gesammelt habe. Deswegen bin ich jetzt 7 Monate, da wäre mein Ziel in die nächsten 3 Monate, praktisch Juni, Juli, August, möchte ich dann gerne dieses Safety Rating nochmal, also nicht die Safety Rating, sondern das I-Rating nochmal auf 1500 versuchen zu bringen, dass man da ein bisschen rauskommt, aber das ist echt schwer, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, aber das wäre so ein Ziel, was ich dann noch hätte in den Sommermonaten. Dazu würde ich gerne Nashka, zumindest mal, dass man mal 80 Runden rennen, oder ich glaube, es gibt sogar 440 Runden rennen und so, also die Rennen, die länger sind, wo man so ein bisschen mehr taktisch vorgehen muss, würde ich gerne mal da reinkommen, aber das ist ein richtig schweres Ziel, wie ich gerade schon mal gesagt habe, weil man ruckzuck diese Strafen da drauf bekommt. Dann wäre es auch Ziel, hier oben wieder zu fahren in den nächsten 3 Monaten, da mal hochzukommen und da mal so richtig zu fahren, weil diese Kleinklassen, die sind auch witzig zu fahren, ähnlich wie der Mazda, aber will man ja auch mal ein bisschen längere fahren, mal gucken, wie das so funktioniert. Also werde ich wohl mein Abo nochmal 3 Monate verlängern, weil das macht einfach Bock und ich finde das jetzt auch gar nicht so schlecht. Zahle auch gerne diese Abo-Gebühren, wie ihr gerade vorher gehört habt, wenn ihr das Video geguckt habt. Arbeiten ja die Jungs von iRacing und Mädels an dem Spiel und dafür zahle ich gerne Abo-Gebühren. Das finde ich vollkommen okay, dass ich ein neues Reifenmodell kriege, dass da Strecken gescannt werden. Das ist, ne, die man zwar auch immer noch kaufen muss, aber die Leute müssen dahin fliegen, die müssen die Strecke einscannen, sie müssen eine Menge Arbeit reinstecken, sie müssen das Reifenmodell über die Autos müssen überarbeitet werden. Sie müssen alles, was dazugehört, also es ist eine Menge Arbeit und ich zahle meine Abo-Gebühren und wenn ich dann sehe, der Entwickler tut etwas, der macht etwas, finde ich das vollkommen okay. Ich kann jetzt gar immer noch nicht sagen, wie genau der Preis ist, aber ich denke mal, es liegt so 15 Euro pro Monat. Ein bisschen drunter müsste es sein, 45. Ja, es müsste ein bisschen drunter sein. Vielleicht so 12 Euro pro Monat zahlt sie da. Nee, es wäre zu wenig. 13, 14, keine Ahnung. Es muss irgendwo im Dreh liegt, einen Monat bezahlst, kaufst du ja mal 3 Monate. Das sind irgendwie $36, da kommen ja Steuern drauf. Also werden wir wohl bei 40 landen. Finde ich okay, den Preis.
Klar, ich würde es auch gerne kostenlos, aber ich kann schon verstehen, dass wenn man die Arbeit da reinsteckt und den Service bietet, man darf ja nicht vergessen, da kommen noch die Server zu und allem drum und dran. Also finde ich das vollkommen okay. Werde wohl noch mal 3 Monate verlängern und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Leider ist das Video länger wie den ganzen Text, den ich hier reinsprechen möchte. Ich würde es auch nicht zu lang machen. Das heißt, guckt euch noch den Rest des Rennens an. Und wer nicht zu Ende gucken möchte und sagt, ey, wie ist denn das Rennen ausgegangen, der hört jetzt mal ganz kurz weg, weil dann werde ich jetzt mal sagen, welchen Platz ich im Endeffekt erreicht habe in dem Rennen. Und wer Bock hat, kann es ja zu Ende gucken. Und dann weiß er auch, welchen Platz ich erreicht habe. Also, dieses Rennen war ja auf Spa. Es ging um, glaube ich, 40 Minuten. 30 oder 40 Minuten war das Rennen. Und ich bin bis zur letzten Runde war ich irgendwie auf Platz 11. Und irgendwie haben davor 5 irgendwas gemacht. Ich habe es nicht gesehen. Selbst die Wiederholung habe ich es nicht gefunden, was die veranstaltet haben. Ich war zum Beispiel am Ende Platz 6. Das war richtig gut. Das hat mich gefreut. Aber ich habe da gar nichts zu beigetragen. Man sieht ja auch im Rennen, dass ich ziemlich auf dem Kurs abgegeben, obwohl es, glaube ich, 40 oder 50 Autos waren, die da mitgefahren sind. Multiclass-Rennen. Das war nicht viel los. Ist nicht viel passiert. Aber ich habe am Ende Platz 6 gemacht. Habe gute I-Rating und Safety-Rating bekommen. Und das ist ja die Hauptsache. Und jetzt mache ich hier Ende mit dem Video, also guckt euch zu Ende an, falls ihr jetzt nicht zugehört habt. Ich bedanke mich fürs Draufklicken, fürs Reinschauen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr solche Videos haben wollt, vielleicht in den nächsten 3 Monaten. Und wie gesagt, es kommt noch ein Video, was mir der ganze Spaß gekostet hat. Sonst wünsche ich euch, bleibt gesund und ich bin jetzt raus mit Tschüss und auf Wiederschauen und Reinhauen, so heißt das. Ciao, ciao.